Ist das nicht süß? So müssen wir für unser Foto posieren. Ja, es sagt Mean Girls. Machen wir das Foto jetzt? Hey, Leute. Link hier nicht zurück? Warum hängen wir mit Daisy Prescott rum, Christine? Du weißt warum, Hazel. Unsere Väter sind Golfkameraden. Ihr Vater hat sich beschwert, dass sie keine Freunde hat. Also bin ich gezwungen, mit ihr rumzuhängen. Ich schlaf lieber in einem Bett voller Skorpione. Ihre Schwester Violet ist so beliebt. Ich verstehe nicht, wie sie verwandt sind. Kommt schon, Leute. Daisy ist nicht so schlimm. Daisy! Wir haben gerade über dich geredet. Sorry, ich bin zu spät. Machen wir noch unser Fotoshooting? Mhm. Ich trage mein blaues Lieblings-T-Shirt. Das ist dein Shirt? Ja, ich liebe Elsa. Aus Frozen. Habt ihr den Film gesehen? Ja, mit meiner kleinen Schwester, die 5 ist. Außerdem ist die Farbe nicht mal... Ich liebe es! Komm schon, lass uns das Foto an der Wand machen. Wir treffen dich gleich dort. Okay. Lassen wir sie wirklich mitmachen? Sie trägt ein Prinzessinnen-Shirt. Es wird sich lohnen. Vertrau mir. Christine, das ist nicht richtig. Entspann dich, Myla. Lass uns einfach Spaß haben. Zieht ihr jetzt auch eure Jacken aus? Hast du nicht gesagt, wir sollen blau tragen? Nein, Dummerchen. Mittwochs tragen wir rosa, nicht blau. Willst du immer noch, dass ich in eurem Foto bin? Natürlich. Na komm, du kannst genau hier stehen. Sag Tschüss. Ich liebe es. Wir sehen alle so süß aus. Naja, fast alle. Hey Daisy, wir haben dein Foto mit Christine, Hazel und Myla gesehen. Warum tragen sie alle gleiche Shirts und du nicht? Party am Wochenende. Ich hoffe, ich sehe euch beide dort. Danke, Christine. Ich werde da sein. Ich auch. Freu mich. Party am Wochenende. Hoffe, du kommst. Ladet ihr Daisy ein? Yep. Nein. Schlimm genug, dass wir in der Schule abhängen müssen, nicht auch noch danach. Vertraut mir. Nach meiner Party wird sie nicht mehr mit uns rumhängen wollen. What's up? Hey, Girl. Hi. Süßer Spind. Ich liebe die Elsas drin. Danke. Und so nebenbei. Du bist zu meiner Geburtstagsparty am Samstag eingeladen. Echt? Ja. Und das Thema ist Prinzessinnen. Also zieh dein bestes Kostüm an, okay? Oh, wow. Dann kann ich wohl mein Elsa-Kleid anziehen. Ich habe schon meinen Geburtstag aufgehoben. Aber ich kann es zweimal tragen. Danke, Christine. Keine Ursache. Wir sehen uns. Bis bald. Eine Prinzessinnenparty? Ist das dein Ernst? Für eine von uns? Ja. Aber für die anderen? Christine, das kannst du nicht. Jemand muss für Unterhaltung sorgen. Das solltest du wissen. Ich trage mein lila Kleid. Das wäre perfekt. Bist du sicher, dass ich okay aussehe? Nein. Du siehst umwerfend aus. Im Ernst, du bist die schönste Elsa, die ich je gesehen habe. Violet. Hey, du hast gefragt. Jetzt geh da rein und hab Spaß, okay? Okay. Schreib mir, wenn's vorbei ist. Okay. Hab dich lieb. Hab dich auch lieb. Hat Violet dich hergebracht? Deine Schwester ist so cool. Ja, alles Gute zum Geburtstag. Danke. Ich liebe dein Outfit. Du wirst das Gesprächsthema der Party sein. Danke. Warum trägst du kein Prinzessinnenkleid? Oh, weil, weil ich mich umziehe, wenn wir drin sind. Komm schon, alle warten auf dich. Ja, los geht's. Ich bin so froh, dass du hier bist.
Hey Leute, Daisy ist hier. Warum trägt sonst niemand Prinzessinnenkleider? Weil das keine Prinzessinnenparty ist? Wie peinlich. Aber du sagtest, es wäre eine. Hab ich? Ups. Komm schon. Hast du wirklich geglaubt, ich hätte eine Prinzessinnenparty? Warum tut ihr das? Ich dachte, wir wären Freunde. Freunde? Sorry, es dir mitteilen zu müssen, aber wir waren nie Freunde. Ich häng nur mit dir rum, weil unsere Väter sich kennen. Gott, so eine Loserin. Daisy, warte. Lass sie gehen. Wie befreiend. Daisy? Du hast geschrieben? Ist alles okay? Ich will nur weg. Erzähl, was ist passiert? Ich war die Einzige im Prinzessinnenkleid. Ist das was Schlimmes? Ja, sehr schlimm, Violet. Okay. Willst du heim und dich umziehen? Ich kann dich fahren und sofort zurückbringen. Nein, du verstehst nicht. Das war Absicht. Ich will nur nach Hause. Daisy. Ich will nicht drüber reden, okay? Daisy? Daisy, bitte rede mit mir. Ich kapier's nicht. Was verstehst du nicht? Warum mich niemand mag. Daisy, das ist nicht wahr. Viele Leute mögen dich. Wirklich? Wer denn? Ich habe keine wirklichen Freunde. Und die Mädchen, von denen ich dachte, sie wären es, haben mich komplett verarscht. Wen interessieren diese Mädchen? Die sind keine guten Menschen. Daisy, du bist so viel besser dran ohne sie. Du hast leicht reden. Du bist beliebt, du bist schön und jeder liebt dich. Aber ich bin nicht liebenswert. Hör auf! Sag so etwas nie wieder, verstanden? Du wirst von so vielen Menschen geliebt. Ich liebe dich. Elsa ist deine Lieblingsprinzessin, oder? Mhm. Was sagt Elsa in ihrem Lied? Wenn dich jemand nicht gut behandelt, musst du einfach... Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. Du musst dich annehmen, so wie du bist. Niemand kann dir das nehmen. Aber Mädchen in meinem Alter sollten keine Prinzessinnen mehr mögen. Daisy. Ich muss erwachsen werden. Ich will einfach nur allein sein. Bitte. Wohin gehen wir, Violet? Ich dachte, wir gehen zu Burger King. Du wirst sehen. Komm schon. Was machen wir hier? Ich will hier nicht sein. Ich habe ein wirklich schlimmes Déjà-vu gerade. Vertraust du mir? Ja, aber können wir bitte woanders hingehen? Nur 5 Minuten. Okay? Wenn du dann trotzdem gehen willst... Gehen wir zu Burger King. Okay, gut. Und? Überraschung! Was ist das? Dein Geburtstagsgeschenk. Eine Prinzessinnenparty. Die sind alle hier für mich. Ich hätte mich verkleiden sollen. Naja. In dem Fall ziehst du das besser an. Okay.
Danke. Du bist die beste Schwester. Nichts zu danken. Ich bin gleich wieder da, okay? Okay. Hey, alles Gute, Daisy. Die Party ist super. Ja, wusstest du, dass ich noch immer ein Cinderella-Poster habe? Manche Leute finden es lahm, aber ich find's cool. Echt? Mhm. Toll. Und fertig. So hübsch. Ich liebe dein Kleid. Was macht ihr denn hier? Mein Vater hat mich gezwungen. Offensichtlich. Und ich habe Hazel mitgebracht. Warum tragen alle Prinzessinnen Kleider? Weil das Motto der Party ist. Das stand doch auf der Einladung. Ja, habt ihr das Memo verpasst oder was? Ich habe die Einladung nicht gelesen. Ich wollte gar nicht erst zu dieser blöden Party kommen. Ehrlich mal? Will überhaupt jemand hier sein? Ihr seid wahrscheinlich alle nur gekommen, weil Daisy euch leid tut. Oh. Das ist nicht wahr. Wir sind hier, weil wir Daisy wirklich mögen. Ja, sie ist unsere Freundin und es ist nicht cool, was du ihr getan hast. Reden wir echt immer noch darüber? Ich meine, es ist nicht meine Schuld, dass sie sich blamiert hat, weil sie denkt, sie wäre eine Disney-Prinzessin. Sie denkt nicht nur, dass sie eine Prinzessin ist. Sie ist eine. Stimmt's, Daisy? Stimmt. Violet? Hab nicht gedacht, dich hier zu sehen. Warum nicht? Daisy ist meine Schwester. Ja, ich weiß. Ich dachte nur, dass diese Art von Party zu lahm für dich wäre. Ah, ja, nein. Das Einzige, was ich lahm finde, ist, zu einer Prinzessin-Party ohne Kostüm zu kommen. Und noch schlimmer ist es, ein falscher Freund zu sein und sich schlecht zu benehmen. Wir wollen eh nicht hier sein. Lass uns gehen, Hazel. Danke für die Unterstützung. Du hast dich sogar für mich verkleidet. Ja, klar. Keine Elsa ohne Anna. Schwestern müssen füreinander da sein. Ich habe ein echt gutes Outfit vergeudet für diese blöde Party. Willst du shoppen gehen oder so? Ja, lass uns gehen. Oh mein Gott. Was machst du hier? Gehst du ernsthaft zu Daisys Lama-Party? Ja, tue ich. Wenn's so lahm ist, warum seid ihr hier? Weißt du was? Erspar mir den Vortrag. Du willst dich auf ihr Niveau herablassen und ein Loser sein? Meinetwegen. Danke, das werde ich. Besser als mit euch rumzuhängen. Hi. Hi, ich wusste nicht, dass du kommst. Ja, sorry, dass ich zu spät bin. Und sorry für meine Freunde. Oder Ex-Freunde. Hey, schon okay. Ich find's gut, dass sie da waren. Weil jede Disney-Prinzessin braucht eine böse Hexe. Oder zwei. Aber eigentlich sollte Violet das da sein. Sie hat mir gezeigt, was ich tun muss, wenn ich nicht richtig behandelt werde. Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. Das ist Blödsinn. Ich will sie nicht sehen. Sag das nicht. Sie ist doch deine Mutter. Nein, ist sie nicht. Liz! Oh, es ist so schön, dich endlich zu sehen, Sheila. Und du bist wohl Anneliese. Wow, du bist noch viel schöner, als ich es mir vorgestellt hatte. Ich bin Anna. Wenn du mich nicht zur Adoption gegeben hättest, wüsstest du das. Anna, das war nicht nett. Tut mir leid. Ich kann bleiben, wenn du das möchtest. Nein, es ist okay. Wir kommen klar. Gut. Wir sehen uns nachher. Setz dich doch. Hallo ihr. Wisst ihr, was ihr wollt? Heute gibt es Fisch im Angebot, falls es euch interessiert. Das klingt toll. Was denkst du dazu, Anna?
Möchtest du mich umbringen? Ich bin allergisch auf Fisch. Oh mein Gott, das tut mir so leid. Ich wusste das nicht. Woher solltest du auch? Du hast mich als Baby verstoßen, mich verlassen, als gäb's mich nicht. Ich komme später wieder. Der Anhänger. Er sieht wunderschön aus an dir. Ja, also, ich hab den schon immer. Aber woher solltest du das auch wissen? Eigentlich, da fällt mir ein, ich hab dir was mitgebracht. Bitte lies die Karte zuerst. Was? Versuchst du mich zurückzugewinnen mit Geschenken? Nein, Liebling, das versuche ich nicht zu tun. Du bist meine Tochter. Nein, du bist nicht meine Mama. Ich will dein dummes Geschenk nicht. Und ich will dich nie wieder sehen. Geh einfach. Anna, bitte. Geh! Liebe Anneliese, es vergeht kein Moment, an dem ich nicht an dich denke. Weißt du, als ich jünger war, hatten dein Vater und ich nicht viel. Und dann habe ich herausgefunden, dass sie schwanger war. Ich wollte das Baby behalten, aber er wollte nicht. Also verließ er mich. Ich konnte es mir nicht leisten, die Miete zu zahlen. Also wurde ich obdachlos und musste auf der Straße leben. Nachdem du geboren wurdest, wollte ich dich nie mehr aus dem Arm lassen. Aber der Gedanke, dass du auf der Straße aufwächst, machte mich wahnsinnig. Also fasste ich die schwerste Entscheidung meines Lebens. Ich gab dir jetzt zur Adoption frei. Aber zum Abschied gab ich dir diesen Anhänger, damit du weißt, dass ich dich niemals aufgeben werde und dass ich eines Tages zu dir zurückkommen würde. Also verstehst du, heute ist mein Herz wieder vollständig, weil ich wieder bei dir bin. Es tut mir so leid. Ich wusste nicht, dass du all das durchgemacht hast. Für mich. Danke, dass du mich nicht aufgegeben hast. Mein Herz ist wieder vollständig. Ich liebe dich so sehr, Anna. Nenn mich ruhig Anneliese. Und ich liebe dich auch, Mama. Hinter dir! Oh, sie haben mich, sie haben mich. Oh, mach Auferstehung, mach Auferstehung. Brayden, was ist das? Im Schulbericht steht, du hast eine 4 in Mathe. Moment mal, was macht er hier? Oh, wir zocken nur ein bisschen. Hi, Mrs. Baker.
Brayden, wir müssen uns mal unterhalten. Jetzt. Was denkst du dir eigentlich, ihn hierher zu bringen? Ich habe dir gesagt, du sollst dich mit diesen Kindern nicht abgeben. Das bedeutet nur Ärger. Was soll das denn heißen? Martin ist mein Freund. Das ist mir egal. Er hat einen schlechten Einfluss auf dich. Sieh dir mal an, wie sich deine Noten verschlechtert haben, seit du mit ihm rumhängst. Das ist nicht seine Schuld. Martin ist einer der schlauesten Schüler bei uns an der Schule. Weißt du, du solltest über niemanden urteilen, den du nicht kennst. Ja, klar. Vermutlich geht er nicht einmal zur Schule. Du weißt doch, wie die drauf sind. Das war heute das letzte Mal, dass du ihn getroffen hast. Hast du das verstanden? Und fast gewonnen. Echt der Wahnsinn. Hey, Mom, bekomme ich diesen Laptop zum Geburtstag? Der würde mir in der Schule echt helfen. Wir werden sehen. Das tat gut. Klar, greif zu, wenn du willst. Danke. Du hast wohl großen Hunger, hä? Huh? Oh, ja, ich, hab ich. Könnte ich noch Milch haben? Ja klar, hier, bedien dich ruhig. Danke. Hast du die Milch gerade leer gemacht? Aber die wollte ich noch trinken. Oh, tut mir leid. Ich kann sie zurückgießen, wenn sie wollen. Nein, dafür ist es zu spät. Geben dir deine Eltern überhaupt was zu essen? Mom, alles gut. Ich habe sie ihm angeboten. Ich arbeite mich nicht krumm und bucklig, Tag für Tag, um ein Kind zu ernähren, dessen Eltern vermutlich nicht einmal Arbeit haben und es sich nicht leisten können, ihn selbst zu ernähren. Mom! Das tut mir wahnsinnig leid. Ich sollte gehen. Ich schreibe Dad, er soll mich abholen. Hey Mann, kann ich noch schnell aufs Klo gehen? Ja. Oben bei mir im Zimmer ist eins. Alles klar, danke dir. Auf frischer Tat ertappt. Oh, es ist nicht das, wonach es aussieht. Du hast versucht, uns zu bestehlen, ist es nicht so? Nein, ich würde niemals... Verlasse mein Haus, und zwar sofort. Aber... Sofort! Und lass dich hier nie wieder blicken. Auf solche Freunde kann mein Sohn verzichten. Mom, was ist los? Ich habe nur deinen kleinen Freund beim Stehlen erwischt. Was? Das würde er niemals tun. Warte! Warte! Martin! Warte! Sag ihm die Wahrheit, Martin! Die Wahrheit soll ich sagen? Ich werde die Wahrheit sagen. Wissen Sie, Sie glauben, ich habe einen schlechten Einfluss und dass Kinder wie ich vermutlich nicht mal zur Schule gehen. Die Wahrheit ist, ich gehe zur Schule. Jeden Tag. Und habe überall Bestnoten. Ich habe sogar versucht, mit Brayden zu lernen. Und sie glauben, dass meine Eltern mich vermutlich nicht mal ernähren können, weil sie arm sind und nicht arbeiten. Doch die Wahrheit ist, mein Dad ist der Vizepräsident einer der größten Technologiefirmen der Welt. Ist das krass. Dein Dad fährt einen Tesla. Und sie glauben, ich war in Braydens Zimmer, um etwas zu stehlen. Aber die Wahrheit ist, ich war nur in Braydens Zimmer, um ihn zu überraschen. Damit. Du schenkst mir einen neuen Laptop. Wow, sogar der neue, den ich mir gewünscht habe. Vielen herzlichen Dank, Mann.
Du bist echt der beste Freund aller Zeiten. Kein Problem. Ich wusste, du brauchst ihn für die Schule, also habe ich meinen Dad gebeten, ihn zu holen. Sie sehen also, ich bin nicht der Kriminelle, für den Sie mich halten. Es tut mir so leid, wie ich dich behandelt habe. So entsetzlich leid. Brayden hatte recht. Ich hätte nie über dich urteilen dürfen, ohne dich zu kennen. Ich lag völlig falsch. Kannst du mir bitte verzeihen? Ist schon gut. Ehrlich gesagt, passiert mir das ständig. Ich bin es gewohnt. Du hast einen wunderbaren Einfluss auf Brayden. Und du bist bei uns jederzeit willkommen. Danke. Tja, ich muss dann mal los. Bis morgen in der Schule, Brayden. Bis dann, Martin. Danke nochmal. Oh, verrückt. Oh, Bruder, das sind Tiffany und Michelle. Ich weiß. Ich spreche mal. Nein, nein, bleib cool. Hey, hey Mädels. Wollt ihr Mädchen Nette mit Brille, mir... Nette Brille, Streber. Nein, danke. Tschüss. Keine Mädchen wollen mit mir reden. Alle denken, wir sind Nerds. Es ist okay, ein Streber zu sein. Wir haben gerade ein Stipendium für die beste Uni des Landes bekommen. Guck mal, da. Da sind Mike und Matteo. Die sind die beliebtesten Jungs in der Schule. Wen interessiert's? Ich würde alles tun, so cool zu sein. Hey, könntest du uns ein paar Bier bringen? Ja, du. Ich? Ein paar Bier. Ja, ja, kein Problem. Hier, und bitte ihr? Sehr. Wo ist denn euer Bier? Oh, warte, trinken Streber nicht? Wir sind nicht alt genug, also... Ich wollte gerade eins holen. Ja. Hey, was machst du? Lass dich nicht von anderen zum Trinken zwingen. Die denken, ich bin ein Nerd. Und? Das ist meine einzige Chance, cool zu sein. Es spielt keine Rolle, was sie denken. Meine Mutter sagt immer, dass die Streber von gestern die erfolgreichen Erwachsenen von morgen werden. Deine Mutter sagt? Ja. Du klingst so wie ein Trottel, Niklas. Lass machen, Bruder. Ja. Yeah. Prost. Prost. Ich glaube, du solltest nicht mehr trinken. Hat einer von euch ein Feuerzeug? Ja. Ich hab's. Hier, kannst du haben. Okay. Sorry, wir rauchen nicht. Natürlich nicht. Warum fragen wir auch die Streber? Hey, hey Kevin, auf euch. Prost, Mann, was hey. Geht? Er ist voll. Ich weiß. Hey, Kev. Hä? Huh? Willst du einen Zug? Ja. Nein, du willst nicht. Mein Mann. Oh, alter Schwede. Okay, genug von dem schwachen Zeug. Jemand Lust auf eine richtige Party? Ja. Yeah. Lass uns feiern. Eine für dich, eine für dich. Nee. Eine für dich. Oh, halt. Bist dabei? Er ist ein Spießer. Er nimmt keine. Nee, nee, er ist cool. Pass auf. Komm schon, nimm sie. Ja, bleib cool. Mach es nicht, Kevin. Komm schon. Ja. Warte, könnt ihr uns mal in Ruhe lassen? Okay. Nerd. Streber. Was? Was auf Erden denkst du? Hör auf, dich von diesen Typen beeinflussen zu lassen. Das ist meine eine Chance, endlich zuzukehren. Und du ruinierst es. Hör mal, rauchen ist nicht cool, trinken ist nicht cool, Drogen sind nicht cool. In 10 Jahren werden sie es wünschen, dass sie so waren wie wir, okay? Wart es ab. Hey, kommst du? Eine Sekunde. Komm schon, Alter, ich dachte, du wärst cool, wir warten auf dich. Ja, Kev. Kevin, bitte, hör einfach zu, okay? Diese Leute sind schlechte Nachricht. Denk über unser Stipendium. Wir werden eigentlich zusammen studieren, Mann. Kevin. Tut mir leid, Mann. Ich muss gehen.
Hey, da ist er doch. Alles klar, hey. Ich bin dabei. Niklas ist so enttäuscht, als er sieht, wie Kevin dem Gruppenzwang nachgibt. Er verlässt die Party. Kevin bleibt auf der Party und folgt dem Gruppenzwang. Alle sagen ihm, er sollte noch mehr trinken und sich zudröhnen. Es dauert nicht lange, bis die Polizei kommt. Kevin wird mit den Drogen erwischt und festgenommen. Als er im Gefängnis sitzt, bekommt er einen Brief von der Universität. Nach seiner Anklage wegen Drogenbesitz entzieht ihm die Uni Zulassung und Stipendium. Kevins Leben geht bergab, während Niklas' Leben bergauf geht. Am Ende besucht er die Uni und konzentriert sich auf seine Zukunft. Ein paar Jahre später macht Niklas seinen Abschluss mit Auszeichnung. Seine Eltern sind stolz. Niklas gründet sein eigenes Unternehmen und wird schließlich sehr erfolgreich. Und eines Tages trifft Niklas zufällig auf Kevin. Okay, ich schlag vor, wir chillen bei mir und hängen da. Wow, sieh dir die Karre an. Was für ein geiles Auto. Nelson? Nelson! Kevin? Hey, wir haben uns nicht gesehen seit... Warte, bist du nicht der Streber aus der Schule? Ach, ja, ich schätze... Oh mein Gott, und du fährst so ein Auto? Hä? Wie hast du sowas bekommen? Ja, nein, nach der Uni habe ich mich selbstständig gemacht. Also es läuft ziemlich gut. Und du, was hast du so gemacht? Nicht viel wirklich. Immer noch in der gleichen Position wie vorher. Ja. Oh. Hey, sag mal, hast du Zeit? Ja, wir würden gerne eine Runde drehen. Hey, Babe. Hey, wie geht's? Gut. Okay, sorry, ich würde gerne, aber ich kann nicht. Sollen wir? Ja, tschüss. Es war schön, euch wiederzusehen. Ja, du auch. Wow, er ist ja wohl der coolste Typ, den ich je gesehen habe. Ich glaube, es stimmt. Die Streber von heute sind die erfolgreichen Erwachsenen.